Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Tony Hawk's Pro Skater. Wir haben ja gerade sehr erfolgreich den Brunnen trockengelegt und müssen so gesehen jetzt nur noch hier die ganzen Scores sammeln. So, zack, machen wir jetzt mal hier ein paar tolle Tricks. Au, 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 aber da dürfte ich jetzt bitte nicht runterfallen. Ach, Junge. Wer macht denn auch sowas? Eine Pipe, die nicht ebenerdig ist. Dann brauche ich auch nicht Tony Hawk spielen, wenn ich. Ach, jetzt wird's aber eine Qual. Ich sehe schon kommen, wir sitzen in 2 Stunden noch hier und versuchen, uns an den tollen Scores. Ja, jetzt machst du natürlich hier so einen tollen Lip-Trick, ne? Oh, 77.000 ist ordentlich. Ja, wie auch immer du das jetzt gemacht hast. Glücklich, glücklich gelandet. Nee, wobei man muss ja immer sagen. Was? Naja, das wollte ich nicht, aber. Nee. Nicht die Welt an Punkten, ne? Ach, du bist aber auch genau. Nicht mal 20, nicht mal eine Millisekunde länger, dann hätte der das doch geschafft. Ja, gut, mit 202.000 sind wir doch noch relativ weit entfernt von dem großen Punkte-Blowout. Oh. Was war das? Aber die Idee war gut. Ich darf halt nur nicht da so crappy. So kann man nämlich schön seinen Multiplikator mal einfach hochtreiben. Und dann hier erstmal schön. Ja, wunderbar. Ja. Und auch ein 900 mit. Ja. Seems legit. Oh, das ist natürlich jetzt mies gewesen. Aber ich habe innerhalb von 40 Sekunden sehr viele Punkte bekommen. Na gut, den lasse ich landen. Auf jeden Fall schon mal. Ach Mann, wieso ist der denn auch nur so? Na gut, 25.000, besser als nix. Jetzt muss ich nur wieder gucken, dass ich hier mal ein bisschen reinkomme. Ja. So und so und zack. 39.000, ja, das ist doch schon mal was. Da kann man doch schon mal was mitmachen. Und ich habe immer noch ein bisschen Zeit, um jetzt hier eine. Ja, um einmal da drüber zu springen. Um dann irgendwann auch mal zu grinden, was er so gerne macht. Ist natürlich schon, Ma, jetzt macht er natürlich hier nichts mehr. Ja, und jetzt versucht. Och, verdammt! Mann! 217.000. Na, super. Ja. Hier die Methode war ganz gut.
machen. Ach, super. Genau, du blöder Bus. Nein, da hau ich dann doch lieber mal in die Tasten und fang von vorne an. Weil das, ja, 27.000 ist das schon mal. Ja, ganz nett, aber... nee. Was war das denn? Und hier im Park ist eigentlich scheiße, wenn ich so drüber nachdenke. Weil hier kann man nichts machen. Du kannst hier keine schöne Line aufbauen. Auch wenn ich das Wort Line irgendwie nicht mag. Ja, so. Ja, zack. Oh, boah, wir werden langsam. Auch wieder nicht viel. Ja, und jetzt stürzt er auch noch. Naja. Eigentlich ist das ja nicht das Problem, aber die Punkte werden ja auch immer weniger wert. So. Siehst du, man kann jetzt hier schon irgendwie sowas machen. Ich müsste eigentlich noch einen Trick mehr kaufen. Nee. Ja, ob das jetzt ein 100.000 Trick wird? Nee, nicht ganz. Schade. Aber es hätte ja klappen können. Theoretisch. Okay, aber das hier war eine sehr schöne Idee. Was war das? Ein Variable. Wie auch immer ich den gemacht habe, ich starte neu. Es ist mir nämlich komplett egal. Und los. Zack. Oh. Es ist teilweise echt schlimm mit diesem Spiel. Och. Und dann weißt du auch gar nicht, du drückst einfach nur Dreieck und der grindet weiter. Und... ja, so ungefähr. Dann bist du auf einmal wo ganz anders. Und dann musst du neu starten. Wow. Und dann stürzt er auf einmal, weil du eine Mikrosekunde zu lange nach links gedrückt hast und der dann einfach mal von komplett rechts nach... und dann macht er wieder irgendwelche Special Tricks, so wie doppelt links oder so. Ah. Oder den Kickflip to Indie oder Heelflip to Indie. Oder sowas. Auch mal was ganz Neues. Ja, aber das ist doch mal was. So, 100.000, bam. Na, dafür bin ich jetzt gestürzt. Na, super. Okay, das gleiche bitte nochmal zum Mitnehmen, ja? So und so.
Nein, jetzt schaffe ich das mit Sicherheit nicht mehr. Ich kenne mich. So. Okay, ja. Wir sind wieder am Startpunkt. Und fliegen erstmal so wild durch die Gegend. Gut, drehen wir einmal um. Okay, hier. Hilfe, Hilfe. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt den Vorteil, dass wir hier diese tollen Bonus-Dinge. Nein, ach Mann. Ja, versuchen wir nochmal irgendwas. Unfassbar. Ja. Aber der Trick mit der ganzen Sache hier lang ist auf jeden Fall doch schon mal ganz rentabel. Wenn man dann doch vielleicht nicht ganz so verkacken würde wie ich, aber... Mach dein scheiß Judo da weg, ey. Aua. Immerhin habe ich den noch landen können, ey. Warum macht er das denn? Immer, wenn ich will, dass der da rüberfliegt, macht er das nicht. Und wenn man das nicht will... Ja gut, mach dein 900. Ja, von mir aus auch gegen den Zaun. Alter, was stimmt denn nicht mit dem? So. Was auch immer ich jetzt davon halten soll. Ja, super. Toll. Hat sich ja gelohnt. Nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so... Awful. Schrecklich. Das kann man sich nicht angucken, ey. Also wenn ihr noch dran seid, ihr seid echt ein hartgesottener Kern. Und ich kann euch irgendwie nicht verstehen. Warum ihr euch... Das hier noch. Ich hasse es. Wie ich es einfach hasse. Ich gehe jetzt erstmal Geld ausgeben, ey. Vielleicht hilft das ja, wenn ich die Lip Balance ausbessere. Wie auch immer. Oder ich kaufe mir einen neuen Trick. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Weil scheiß auf Lipballons. Trick kaufen. Ich hole mir jetzt einen neuen Special-Trick, ey. Spezialtrick. Und zwar links, rechts. Und ganz egal, wie teuer. Was nehmen wir denn mal? Ja, Dark Slide, den kennt man ja. Der ist auch relativ schnell. Aber der hat ach, ja, viel hilft viel. Wo ist der teuerste Trick? Hilflip Dark Slide. Ja, ja, mach mal. Machen wir. Gut, weiter. Oh, das Menü, das ist so langsam in diesem Teil. Gut, kaufen wir jetzt nochmal hier einen Punkt, beziehungsweise geben da die restlichen Sachen aus. Ah gut, einer fehlt uns noch. Ist mir aber auch egal.
Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben einen neuen Special-Trick. Den werde ich euch im nächsten Part zeigen. Von daher sage ich mal, bis später, der Pump.